Ja, hallöchen und ein herzliches Willkommen, ihr lieben Leute von heute, zur nächsten Folge von Cube Escape Rusty Lake, ihr Lieben. Jo, im Arles, in der Arles-Mission. Ich bin da gerade vor der Tür. So, machen wir mal in der Folge weiter. In der letzten Folge war schon Überzeit noch und nöcher und ich will doch das nicht antun, dass wir so viel Überzeit haben. Ich wollte es eigentlich so halten, dass ich jede Folge eine Mission beende, aber die ist so lange. Und Leute, also, schauen wir mal. Wir haben diese Tür. Da steht Trommel ist 1 und Hammer ist 3. Nein, das war Glück. So, war dann schauen wir mal, Leute. Ich überlege gerade da. Wie viel? Das ist das 3. Trommel ist 1. Und Hammer ist 3. Ja, ich weiß nicht, ich mach da mal irgendwas. Muschel, das soll ein Schneckenhaus oder Muschel oder irgendwas ähnliches sein. Also ich schätze mal, dieses Schneckenhaus, was ist jetzt die Muschel? Das dürfte eine Muschel sein und das ist ein Schneckenhaus, ne? Der Amboss, da geht es sicher um Gewicht oder sowas. Weil da steht ja Trommel 1, Hammer 3. Ich schätze mal, dass... verstehe. Also je kleiner, es sieht halt so aus, je kleiner das ist, desto leichter wird es sein. So, bis wie viel geht denn das eigentlich? Bis 9, okay. Dann schätze ich ja mal, dass der Amboss das Schwerste sein wird. Der Amboss. Scheiße! Ich weiß nicht, ob der direkt 9 sein wird. Gehen wir mal 8 ein. Einfach einmal so. Nö, das ist ja das Schwerste, oder? Na, gehen wir mal die 8 ein. Keine Ahnung, Pistole ist irgendwie egal. Na? Dieses Schneckenhaus ist auch... Das bleibt nicht, gell? Nö. Ah, das bleibt ja gar nicht. Das Schneckenhaus... Das geht ein bisschen weiter runter. Ich schätze mal, dass es 7 sein wird oder 6. 7, glaube ich. Oder? 5. Da müsste ich jetzt... Also ich schätze mal, die Muschel ist das Kleinste. Ich lege mal runter. Die Muschel ist das Kleinste, die schätze ich einmal, dass sie 1 sein wird. Schätze ich einmal. Also ich bin mir da nicht ganz sicher. Wenn die Trommel 1 ist, dann wird das auch 1 sein, schätze ich mal. Obwohl die Trommel... Ja, fast gleich groß, ja. Okay, keine Ahnung. Ja, das bleibt eh nicht. Das ist so blöd, dass das nicht bleibt. Der Hammer. Der Hammer, der ist ja 3, aber wir haben da keinen Hammer. Leute, wir haben da keinen Hammer. Somit 1. Dieses komische Ding da. Wiegt man das einmal ab? Achso, nee, das ist A, okay, nein, never mind, passt alles. Das schaut auch so aus, als würde das irgendwas sein. Ich hab grad vor allem aus Versehen meine Fähigkeit verbraucht. Gibt's da vielleicht irgendeine. Siehst du, wie schlecht ich bin? Nö. So, ihr Lieben. Ja, ist mir egal, Leute. Ich habe nachgeschaut auf Google wieder mal. Es tut mir leid, also ich bin nicht, ich weiß, jeder, der das jetzt schaut, sagt, der schummelt, ja. Jetzt ehrlich einmal,
wie kommt man auf so eine Kombination? Wie weiß ich, wie schwer diese Trompete da ist, wie schwer diese Muschel ist, wie schwer der Amboss ist? Ich bin mit dem Amboss gar nicht schlecht gelegen, das war nämlich die 8. 5 haben wir da, die 8 haben wir da. Ja, es tut mir leid, aber kein Mensch kommt auf diese Kombi. Woher weiß ich, wie schwer etwas ist? So, was ist da jetzt drin? Tatsächlich wäre ich dafür, ja. Jetzt hier nichts gegen, ne? Wah, was ist das für ein komischer? Willst du was trinken? Willst du ein Messer haben? Oder willst du ein Bart haben? Alter, das nimm doch den Bart. Da muss man irgendwas machen können, Leute. Ah, ich erschieße ihn. Ja, erschieß dich. Tot. Tot, Leute. Tot, tot, tot. So, da habe ich einen weißen Würfel. Und jetzt müsste ich es normalerweise haben. Also das ist wirklich absolut... Ich glaube, dreimal was. Dreimal habe ich auf Google allgemein nachschauen müssen. Und das in den 7 Folgen, die bis jetzt halt laufen. Also gelaufen sind. Dreimal. Da habe ich auf Google nachsehen müssen, mir ein bisschen helfen. Ich habe nicht weitergeschaut, wie es dann weitergeht, sondern ich habe nur das, was ich gebraucht habe, habe ich mir angesehen. Jetzt habe ich eigentlich den Würfel, den anderen Würfel auch noch. Und den gebe ich einfach da rein. So, die Tür ist offen und wir können rausgehen. Fertig. Ja, also war eine kurze Folge. War eine wirklich kurze Folge. Ja, also das war wirklich nicht ohne. Das war wirklich nicht ohne. Das muss ich ehrlich sagen. Nächstes wäre Harvest Box, Leute. Das machen wir in der nächsten Folge, die Harvest Box. Also ich muss ehrlich sagen, das hat mich jetzt so richtig herausgefordert. Das muss ich ehrlich sagen. Zwar eine kurze Folge, macht aber gar nichts. Ich bin fertig mit den Nerven. Ich bin fertig mit den Nerven, sagen wir so. Oh, es war wirklich nicht ohne. Also im Gesamt in den 7 bisherigen Folgen habe ich 3-mal nachschauen müssen auf Google. Habe mir helfen müssen, weil auf gewisse Kombinationen, da war ich einfach zu blöd. Zu faul quasi, um wirklich extrem nachzudenken. Ich bin es normalerweise nicht, aber ich hatte einen anstrengenden Arbeitstag an dem Tag, wo ich halt aufgenommen habe. Und da wollte ich jetzt nicht mir die ganze Zeit eine Stunde lang den Kopf zerbrechen, um da was herauszufinden. Das, also, ich meine, wer wäre auf diese Kombination gekommen von euch? Ja, dann schreibt es mal bitte das in die Kommentare. Ich würde es gern wissen, wo es das gegeben hätte, diese Information, in welche Behälter ich welche Flüssigkeit leeren soll. Und wie schwer die ganzen Sachen sind. Ja, wie ich das herausgefunden hätte, ich habe keine Ahnung, wo die Information versteckt war. Ja, aber ich habe es wahrscheinlich irgendwo übersehen oder ich habe keine Ahnung was. Somit haben wir auch diese Folge fertig und jo, dann beende ich auch die Session. Ich bin müde, gehe zur Ruhe, mache meine Äuglein zu. Ihr lieben Leute von heute, sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Da geht's dann in der Harvest Box weiter. Danke, Game Over und ciao.